Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind gerade unterwegs, wie Sie können. Wir sind nämlich auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich habe nämlich heute meinen Termin. Also einen Tag vor Geburtstermin hat man dann immer so einen obligatorischen Termin. Ich dachte, ich wäre sicher schon früher damit. Aber ja, wie man sieht, haben wir es geschafft. Wir haben nämlich noch einen Tag, bis das Baby kommt. Und das Baby ist, also Geburtstermin errechnet. Baby ist ja noch im Bauch. Macht eigentlich noch gar keine Anstalten, dass es raus will. Und trotzdem haben wir aber die Kliniktasche schon mitgenommen, weil wir gedacht haben, naja, wer weiß, vielleicht sagen die, ich muss da bleiben. Dann haben wir schon alles dabei, aber ich glaube nicht, dass ich da bleiben muss, weil ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung. Sicher. Kommen wir in dieser Zeit. Ja, Baba fährt mich jetzt hin, weil so alleine Autofahren ist immer so cool. Und ja, im Krankenhaus kann ich sowieso nicht filmen, deswegen lasse ich dann den Papa die Kamera. Der muss noch ein paar Pakete wegbringen. Gestern sind noch einige Bestellungen reingekommen. Und ja, die großen Kiddies passen auf die kleinen Kinder auf, während wir halt hier und Essen einkaufen müssen wir auch noch unbedingt, weil jetzt über die Feiertage sind unser Kühlschrank richtig leer geworden. Na gut, mein Schatz, danke schön für die Herfahrt. Und ja, bis später, ihr Lieben. So, meine Lieben, die Pakete mit euren Bestellungen sind schon abgegeben worden. Und jetzt fahre ich wieder schnell zu Mama ins Krankenhaus. In der Zwischenzeit hat die Mama mir schon eine SMS geschrieben, dass sie einen Bärenhunger hat. Und ich werde jetzt kurz beim Billa kurz stehen bleiben und ein paar Wurstsemmel holen. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder retour bei Mama im Krankenhaus. Sie wartet auf sie da. Sie hat gerade geschrieben, dass der CTG schon fertig ist und sie wartet auf ein Gespräch mit dem Arzt. Ich war in der Zwischenzeit schon beim Billa. Ich habe schon Essen gekauft. Ihr wisst aber nicht, glauben, die Mama hat aber eine riesengroße Bestellung abgegeben. Und zwar, ich zeige euch gleich. Also, einmal Cabanossi, einmal so Riegeln. Dann was zum Naschen, eine Käsesemmel und da ist eine Wurstsemmel und eine Mineralwasser. Und für mich habe ich mir eine Wiener Wurstsemmel gekauft und eine Sauermilchflasche. Ich werde sie gleich verspeisen, weil ich bin auch mega, mega hungrig und warte auf Mama. Danach müssen wir noch kurz einkaufen gehen, weil über die Feiertage haben wir den Kühlschrank leer gegessen. Und ja, haben wir nicht mehr viele Sachen zu Hause, uns fehlen ziemlich viele. Und ja. Also meine Wiener Wurstsemmel schaut so aus, ein bisschen Wurst und Salat noch dazu. So, meine Lieben, ich bin wieder hier beim Papa. Wir haben jetzt auch gefrühstückt, wie ihr gesehen habt, der Papa uns ein richtig großes Frühstück gekauft. Ich hatte so einen Hunger, aber habe ich nicht alles geschafft. Ich habe ausgeschaut wie Wochenende einkauft. Ja, aber das habe ich noch nicht geschafft, ich wollte noch so eins essen. Ja, ich gebe euch ein kleines Update, wie es beim Krankenhaus war. Also ich habe mein erstes CTG gemacht, ich habe es euch ja mit dem Handy abgefilmt, habt ihr schon gesehen. Baby geht's gut, er ist zeitweise immer wieder eingeschlafen. Ich musste ihn dann immer aufwecken. Das ist wie Patrick. Ja, stimmt. Ich habe mir gedacht, hoffentlich schläft er dann auch so brav. Ich kann noch ein bisschen. Hoffentlich schläft er dann genauso brav draußen weiter. Naja, auf jeden Fall, ich habe auch ein CTG, also eine halbe Stunde, war alles okay. Und dann habe ich einen Frauenarzttermin gehabt, also einen Ultraschalltermin. Sie hat ihn dann so abgemessen, abgewogen, also damit sie halt die Größe und das Gewicht so schätzen kann. Und er hat 3400 Gramm. Das ist, also ich habe eigentlich immer große Babys gehabt. Die anderen waren alle relativ groß. Also ich hatte kein Kind, das nicht unter 3,5 war. Egal, ob sie 2 Wochen zu früh gekommen sind. Lara und Patrick. Genau. Lara und Patrick waren aber 4 Kilo, beide. Circa. Die Lara kam halt eine Woche später, deswegen zum Schluss gasen sie ja nochmal richtig an, gell? Also für jede Woche. Schwimmringe. Na, sie sind ja nicht moppelig, aber halt so größer halt. Jo, wir machen große Babys. Und sie hat auch so eine vaginale Untersuchung gemacht und hat geschaut. Das ist wichtig.
Ja, das ist wichtig. Der okay. Geschaut, ob der Muttermund schon offen ist. Hallo, Muttermund. Ein Finger ist schon offen. Also so ein Zentimeter. Er muss ja 10 Finger offen sein, damit das Baby. Ich kenne mich schon aus, das ist nicht unser erstes Kind, aber. Mein Gott, vaginal, was ist da so schlimm dran? Ich weiß es nicht. Papa. Auf jeden Fall, ein Finger ist offen. Und er hat aber noch ziemlich weit hinten. Und sie hat gesagt, wenn es dann losgeht. Zu viel in Detail. Sie hat gesagt, Frau Doktor, wenn es losgeht, denkt sie, dass es schnell losgeht. Also das wird dann schnell. Also das. Soll ich in den Auto schlafen, oder? Ja, wir haben jetzt die Kliniktasche umsonst mitgenommen, aber wir können sie eigentlich schon im Auto lassen, oder? Ja, umsonst. Ich glaube, das geht heute. Und ich habe meinen nächsten Termin am Dienstag, aber ich glaube eh nicht, dass ich. Na, ich glaube, wir gehen heute also am 12. Heute machen wir nochmal hin. Ja? Ja, da war auch oft noch. Heute ist der 7.1. Das ist sein Wunschdatum, also meiner auch. Mein Wunsch, ja. Ja, ja, da war heute ist nämlich ein der heilige Johann, und das ist sein Namenstag. Und das würde sich der Papa wünschen, weil sein Papa heißt auch Johann. Mein Vater heißt auch Johann. Mein Opa hat auch Johann geheißen. Ich bin ja der Johann der Vierte. Und ich habe auch einen Urgroßvater. Ich habe auch einen Urgroßvater, der. Johann? Ja. Der Papa von meiner Oma, der hat auch Johann geheißen. Wahnsinn. Deswegen hat wahrscheinlich mein Vater auch diesen Namen bekommen. Ja. Wir werden es sehen. Es bleibt wie immer spannend. Na gut, wir gehen. Also wir sind jetzt hier bei Merkur. Wir müssen nämlich ein bisschen was einkaufen, weil wir haben fast nichts mehr zu essen zu Hause. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause mit unseren Einkäufen. Wir werden jetzt kein Food Haul drehen, aber wir werden euch ein bisschen zeigen, was wir gekauft haben. So, Vlog mit Food Haul. Also, der Papa räumt schnell aus und dann zeige ich euch das. Also nicht nur Papa, sondern ich auch, aber ich bin heute richtig aus der Puste schon wieder. Die Sophie knabbert an ihrem neuen Knochen. Sophie, du Knochen gekriegt? Mein Baby. Schaut mal, also das kann ich schon mal zeigen. Wie schaust du kurz weg? Beim Hofer gab es Pflanzen, Feng Shui Energiepflanzen. Da habe ich schon mal eine gekauft. Die ist bei uns dort im Vorraum. Was? Du magst das da? Das ist ein Sauerrahm, das sind kein Joghurt. Auf jeden Fall, ich habe eine Monstera gekauft. Schaut mal, wie schön die ist. Und dann habe ich so einen Fikus gekauft. Gummibaum. Und dann hat der Papa noch das hier gekauft. Das ist ein Korni. Du magst den Korni essen? Green Moment, wie heißt das? Ein Farn. Farn. Ja. So, der Papa hat hier alles ausgebreitet. Also so viele haben wir jetzt nicht gekauft. Wir haben jetzt nur für 2-3 Tage uns ein paar Gedanken gemacht, was wir kochen wollen. Und für das haben wir jetzt eingekauft. Was zum Frühstücken, also Toastschinken und Salami, Knabberstangeln, was zum Naschen. 2-mal Lachsfilet wollen wir jetzt bald essen. Dann Tomaten, wir wollen sonst einen leckeren Salat machen. Avocados, ein Händel. Frischkäse, dann so Hüttenkäse, also Cottage Cheese, Sauerrahm und Haferflocken. Gürk. Gürk. Dann Orangen und Mandarinen, Zucchinis, Datteln, habe ich für mich gekauft. Dann Kartoffeln, Feta-Käse, also Weichkäse. Dann Salat, Räucherlachs, da möchte ich mit Spinat so eine Spaghetti-Räucherlachs ja, machen. Dann, ja, schaut mal, was wir gefunden haben beim Merkur. Da gibt es so Vegeta natürlich, das ist so ein, ja, so ein, ist das ein Balkangewürz. Ja, ein balkanisches Gewürz. Aber diesmal halt glutenfrei und ohne Hefeextrakt. Mit Meersalz. Deswegen haben wir gesagt, nehmen wir das mit. Dann hat sich der Papa so Kichererbsenpasta mitgenommen und rote Linsenpasta. Für sich. Dann habe ich für mich so ein Brot, also für uns halt, so ein eine. Wie heißt das? Backform. Pasta. Eine Backform fürs Brotbacken. Brotleibbackform. So. Ich werde nämlich heute noch ein Brot backen. Und dann habe ich Babyspinat gekauft, weil wir werden jetzt Kokos-Hähnchen-Curry machen. Hast du gezeigt mal? Jo, habe ich gezeigt. Die Äpfel und die Uhren. Okay, Äpfel habe ich nicht gezeigt, nein. Für uns habe ich noch unsere Lieblings-Kaffeemilch gekauft. Die von Joja Barista, Mandel. Und für die Kids
die Alpro Haselnuss. Ich habe jetzt ein Brot vorbereitet, also ein Brotteig. Wieso hast du Brust? Ich bin da jetzt nicht die ganze Zeit gestanden. Ich mache das total gerne in dieser Monsieur Cuisine, weil da gibt es ein richtig gutes Dinkelmehl-Rezept. Und das habe ich jetzt gemacht. Und ich habe jetzt gleich meine neue Form einweihen. Ich finde das so schön. Ich habe es natürlich schon gewaschen und muss die Form jetzt einpinseln. Einpinseln, einfetten. Genau, einpinseln. Einfetten und dann kommt da Paniermehl rein. Jetzt bin ich fertig und jetzt kommt hier mein Teig rein. Mein Teig ist jetzt fertig, also da drinnen. Jetzt muss ich den eine Stunde ruhen lassen. Ich habe jetzt das Brot zum Aufgehen in den Backofen getan. Da mache ich immer so 50 Grad und Umluft und das kann dort schön wachsen, weil es ist jetzt nicht so warm im Haus, also normal warm. Und dann braucht es aber viel zu lange. Ich habe jetzt angefangen, Mittagessen vorzubereiten, also mit Papa zusammen. Der hat mir schon alles zurecht geschnibbelt, wie immer natürlich ganz lieb. Hier haben wir Zwiebel und Knoblauch. Und eigentlich hätte ich nur Brust gebraucht, aber... Aber der Papa ein Sparfuchs ist? Nein, der Papa hat einfach zu wenig... Er wollte ein Hühnchen kaufen und jetzt habe ich auch Keulen dabei, aber macht ja nichts. So schaut jetzt das Curry, Kokoscurry mit Hühnerfleisch aus und es riecht super lecker. Habt ihr schon probiert? Luisa hat es verweigert. Mama, soll ich sagen, warum ich weiß, dass es grüne Spinat ist? Weil ich gehört habe, dass es Spinat ist. Weil du gesagt hast, das ist Spinat. Ja, hast du sehr gut aufgepasst. Luisa wollte nur Reis, deswegen ja. Die extra Wurst hat jetzt nur Reis bekommen. Und ich bin gerade aktuell so müde. So, wir sind fertig mit Essen. Und ja, habe ich euch schon erzählt, dass ich so müde bin. Mal schauen, ich werde jetzt wahrscheinlich mich ein bisschen hinlegen. 18.30 Uhr ist erst. Ach, ich bin so kaputt. Und bin so extrem kurzatmig. Aber ich wollte euch was richtig Süßes zeigen. Weil die Kinder spielen Schule mit Papa. Mein Schatz. Kann ich bitte reinmachen? Sie spielt sehr Schule. Ich will, der Patti will nicht, dass ich ihn filme. Die Lara ist jetzt an, Lara ist jetzt an der Tafel. Wow, super Lara! Hast du die 3 geschrieben? Das ist eine bessere 3. Aber es ist eine super 3. Aber ich bin kein Schüler mehr, ich bin hier nur Zuschauer. Hey. Luisa, was machst du denn da? Ich kann. Hey Michelle, aber wenn die Filzstifte keinen Stöpsel haben, dann trocknen die aus, Schatzi. Luisa spielt damit. Aber du kannst mir Rechnungen geben. Ich mein Klassenmodell. Für ihr Klassenmodell. Mama, was hast du? 15 plus 60, ich glaube. Wow, ihr seid die besten Kinder auf der Welt. Ja, die Wurzel aus 277. Mama, kannst du eine 1 mal und eine 0 und eine 2 und eine 10 und eine 20? Super, Schatzi Mausi. Also, sind die Kinder nicht voll süß, wie sie in der Schule spielen? Und der Papa ist
mal wieder im Büro. Er ist im Büro. Bist du im Büro? Französin? Im Büro. Der Bauer macht nämlich die Pakete fertig für die Bestellungen. Keine Ahnung. Pakete fertig und ich schneide das Papier. Und die Emmy ist da. Und die Emmy liegt am Boden. Und der Bauchi ist noch da. Ich habe so ein T-Shirt an, das mir nicht mehr passt. Seht ihr das? Mama ist auch noch da. Ich bin so richtig müde. Ich werde mich wahrscheinlich bald zum Schlafen hinlegen. Ja. Es ist 18.30 Uhr, du musst noch ein bisschen wach bleiben mit den Kindern. Wieso? Damit ich mir in den Rang schwer tue? Also du meinst, der Papa möchte sich jetzt ja gleich mit mir hinlegen, weil falls das Baby kommt, dass er natürlich auch schon ausgeschlafen ist, oder? Nicht wundern. Ich schaue jetzt anders aus, aber ich habe ein Foto gemacht. Und zwar habe ich so ein Vergleichsfoto gemacht für Instagram. Und das T-Shirt ist zu klein. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt extra dafür nochmal ein bisschen geschminkt. Ich war ja voll müde und eigentlich dachte ich ja, dass ich dann schlafen gehe. Ja, war dann doch nicht so, ne? Ich habe dann mit letzter Kraft noch dieses Foto gemacht. Die Mädels haben alle gebadet, also wirklich alle drei zusammen. Und ja, das haben wir auch noch gemacht. Die Luisa schläft schon, die Lara isst noch ein bisschen ein Brot und dann geht es für sie auch ins Bett. Die Michelle hat morgen wieder Schule natürlich. Und mal schauen. Noch keine Anzeichen, dass das Baby kommt. Hier und da mal eine Wehe, aber wie gesagt, nicht so wirklich krass. Er hält es, wie gesagt, immer noch ziemlich spannend. Von Vlog zu Vlog denke ich mir jedes Mal, es ist einfach so, dass er nicht kommt. Ja, vielleicht morgen, vielleicht heute Nacht. Wir werden es sehen. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt vom Vlog verabschieden, weil ich muss mir das noch abwaschen. Also abschminken und mein Gesicht abschminken. Und dann auch was Kleines essen und dann schlafen gehen. Ich bin nicht so müde zum Schlafen, aber ich bin einfach so erschöpft, einfach so richtig platt. Und hoffe, dass ich mich diese Nacht noch gut ausruhen kann. Ja, na gut, mein Lieben, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen.